Okay, Leute, es geht weiter. Okay, hier. Was haben wir jetzt bekommen? Du hast 30 mystische Juwelen erhalten. Super. Ich kann dich unmöglich aufhalten, was? Ein bester Freund weiß ja sowas. Sei nur vorsichtig, die Monster hier draußen sind zäh. Pass auf, dass du nicht wehtust. Rennt bei Gefahr lieber weg. Das ist mein Rat als dein bester Freund. Hör auf mich, okay? Bis bald. Rex, ich weiß, du bist mein Kumpel, aber trotzdem werde ich nicht abhauen. Ich werde jeden Kampf bestehen, aber erst speichern. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Speichern. Daten wurden gespeichert. Wir haben lange nicht mehr gespeichert, aber egal, jetzt haben wir das. Und Rempo, kannst weggehen? Dankeschön. Warte, wo waren wir jetzt schon? Gustav werden wir gleich besuchen. Ich glaube, er ist in der Übungshalle, wo wir davor waren. Gehen wir jetzt mal nach rechts. Okay, ein Friedhof. Nein, ach, was sage ich? Friedhof, Arena. Das ist jetzt auch nicht euer Ernst. Ich komme jetzt auf Friedhof und jetzt kommt so ein Friedhof. Okay. Ich glaube, hier gibt's nichts, oder? Ich will die Blumen hier einscannen. Welche Blumen kann ich einscannen? Kann ich die Baum einscannen? Scheiße, geht nicht. Ein Friedhof. Ich will mal wissen, wer da alles gestorben ist. Okay, wir sind in der Übungshalle. Ich will runterspringen. Tot. Super, ich bin tot. Das war das Ende meiner Geschichte. So früh musste ich sterben. Okay, gehen wir jetzt weiter nach oben. Das haben wir ja schon gemacht, glaube ich. Ja, haben wir. Das haben wir hundertprozentig gemacht und gehen wir mal ein bisschen höher. Was gibt's denn jetzt? Und lasst mich durch. Nein, ist klar. Dieser Bereich ist gesperrt. Ich konnte es davor sagen, bevor ich da hingehen wollte. Mann. Okay, das Haus des Bürgermeisters. Können wir da durch? Nein, können wir nicht, oder? Das ist der Bürgermeister Georgs Haus. Er mag keine ungebetenen Gäste. Ich bin sein Freund, Kumpel. Ich bin sein Freund, sein bester Freund. Okay, was sind das für Teile da drin? Okay. Schöne Blumen. Er wohnt ganz schick, okay. Okay. Wies Haus. Hey. Ich glaube, er hat etwas Angst vor ihm. Was geht? Ich teste eine neue Art des Grußes. Du verstehst keinen Spaß. Was machst du? Haha, ich weiß es. Jawohl, kein Zweifel. Ach, die wunderbare Jugend. Bäh, was will der Alte wieder... Ja, der ist ein perverses Sau, glaube ich. Auch. Roxas hat Angst. In jungen Jahren war ich echt gut. Wo drin? Soll ich dir einen Trick zeigen, mit dem man allen umhauen kann? Klappt jedes Mal. So wie es aussieht, kennt der alte Kerl doch noch einen oder anderen Trick. Solange wir hier sind, können wir mal hören, was er zu sagen hat. Ich denke, er zeigt euch etwas Perverses. Sucht dir zunächst ein Ziel, das sich bewegt. Okay, schleiche dich langsam heran und... Schlag zu. Ich zeig dich an, alter Bastard. Du hast mich jetzt geschlagen. Okay, kommen im Hintergrund Herzen? Ach, welche Ehre, das sehen zu dürfen. Das muss Schicksal sein. Perverser Hentai. Dann schnappst du ein Geschenk aus dem Sammelsack? Und vergiss die Schmeicheleien nicht. Was? Oh, Blut meines Herzens, bitte akzeptiert dieses kleine Präsent. Aber Meister Wies, das kann ich doch nicht annehmen. Gerade gut genug für eine Königin. Hey, ihr habt mein Herz berührt. Der Marker ist Schizophrenie. Also, er hat zwei Persönlichkeiten in seinem Körper. Ha, komm, Roxas, lass uns verschwinden. Ja, rate ich dir, sonst macht er noch was Schlimmeres mit dir, Roxas. Und das will hier keiner von meinen Let's Player sehen, von meinen Zuschauern sehen. Armer Roxas, was für Leute er kennt. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber diese Minja, die macht mir irgendwelche Sorgen. Die ist voll alleine. Keiner spielt mit ihr. Haben wir den alten Mack eigentlich eingescannt? Ah ja, haben wir total vergessen. Den werde ich jetzt einscannen. Bevor ich das mache.
Den werde ich jetzt einscannen, aber richtig. Und gucken wir mal, was er vorliegen mehr hat. Oder dürfen wir nicht mehr da rein? Probieren wir mal aus. Und dürfen wir mal da rein? Ah, wir können. Einscannen. Ich hab dich einscannt, du liebes Großvater Fies. Was hat der denn? Sag dir, was du wissen musst. Ja, okay. Hoffnung? Feuer. Okay. Charaktere. Ich glaube, bei den Geister? Das ist meine Seite. Ach, das weiß ich auch, alter Rempo. Ah, Rempo, geh weg. Und was gibt's denn hier? Mann! Verdammter Mist, ich will jetzt wieder zurück. Ich will in das Haus reingehen. Ich will wissen, was da alles gibt's. Vielleicht können wir mal unser Buch irgendwie verfeinern. Eine Bank, kann man die auch analysieren? Einscannen? Nein, geht nicht. Ich glaube, für jeden Bezirk, also Stadtpark und alles, gibt's immer Punkte. Da unten stehen die ja Punkte, 500 und so. Und bei Wies Haus haben wir, glaube ich, alles. Nein, haben wir auch 500. Ah, doch, wirklich. Man muss immer alles untersuchen und danach kriegt man etwas. Was ist das denn? Was glänzt da? Alter, was haben wir gerade einscannt? Weisheitskeks. Okay, Weisheitskeks. Okay. Wir brauchen mehr Infos. Ein Weisheitskeks. Ein Weisheitskeks. Was will der Macke mit einem Keks? Ich glaube, ich gehe wieder mal zu Minja und gebe ihr mal einen Keks. Vielleicht ist sie dann glücklich. Und sucht sich keine Freunde mehr. Aber die macht mich schon etwas traurig, weil sie keine Freunde hat und alles. Das ist schon etwas hart. Aber ich gebe ihr jetzt mal einen Keks. Bin jetzt mal so ein Netter. Und? Hallo, du da. Zeigen. Objekte. Nein. Zurück, zurück. Inhalt. Objekte. Kekse. Hier. Juhu, juhu. Okay, sie hat sich über den Keks gefreut. Das freut mich ja. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich hasse dich, Rempo. Verpisch dich hier. Dankeschön. Aber Rempo ist cool. Rempo ist einfach cool. Okay. Okay, gehen wir mal da rein. Und was erwartet uns jetzt denn? Wie ich es geahnt habe, ist Gustav. Gustav. Du bist also endlich gekommen. Ich wette, du hast mal wieder ein Nickerchen auf den Feldern gemacht. Richtig geraten. Das gibt's doch nicht. Du meinst, du hast von diesen Codes gelernt? Die Tatsache, dass du hier bist, heißt wohl, du bist bereit, wieder zu lernen. Ja. Schwertkampf darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Genauso! Sein ernstes Gesicht macht mir irgendwie... bringt mir so ein kaltes Schauern unter den Rücken und so. Wir machen keine Scherze und hat gerade einen Monster angegriffen. Zeig mir deine Grundstellung. Oder deine Stellung. Du solltest wohl eher die hohe Kunst des Weglaufens erlernen. Verpiss dich. Ja, wir werden es den Malten zeigen. Super Saiyan Roxas. Ja. Roxas, hör nicht auf ihn. Du wurdest vom Buch der Prophezeiung auserwählt. Das traust du dir zu? Wie putzig. Eine Geheimtür? Dann folge mir. Dies ist mein spezieller Trainingsraum. Ich werde im hinteren Teil warten. Wenn du es bis zu mir schaffst, werde ich dir einen speziellen Manöver beibringen. Boah, ich freue mich schon jetzt auf diese Sache. Also gut, schlagen wir uns dann durch und zeigen, was wir drauf haben. Oh, es geht endlich los. Ja, es geht endlich los. Oh man, dieses Spiel ist so geil. Zu geil. Zu geil. Ah. Bestätige alle Schalter.
Also betätige alle Schalter. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Frei, lauf! Zeitbonus. Mal verletzt. Gesamt. Okay, neuer Rekord. Okay, es geht wohl weiter. Besiege alle Gegner. Das wird etwas schwer. Aber, ach, Mann. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Komm her. Haben wir gerade ein Level abbekommen? Aber wartet. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.